Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fortnite Rette die Welt. So, meine Freunde, und weiter geht's mit unseren Sondermissionen. Und zwar, wir müssen Schatzkisten sammeln, Schatzkarten. Und zum Glück ist jetzt einer beigetreten. Und mal schauen, was wir da jetzt alles machen müssen. Wir müssen Bäume fällen, dafür Vorratskisten, ein Stück, alles klar. Eine Mission wieder zum Sammeln und ich hoffe, wir finden auch unterwegs unsere Schatzkarten. Und für die Schatzkarten müssten wir Felsen zerstören, hat es geheißen. So 7 Stück, aber die Mission wird es auch richtig knapp, meine. Wir haben 10 Minuten Zeit, wir müssen alles sammeln und natürlich auch schauen, dass ich die Vorratskiste nicht zusammenbekomme. Falls ich da unterwegs Felsen finde oder so, sammle ich natürlich auch die Schatzkarten und zeige euch, was ihr da sammeln müsst oder hören müsst. Aber in erster Linie müssen wir schauen, dass wir die Mission auch darauf, alles klar. So, wo haben wir unsere Vorrat? Hinten müsste was sein. Ich sehe jetzt kein Fenster, was ich sollte. Gut. Vorräte eingesammelt. Da hinten geblinkt. Ich schaue schnell rüber. Weil bevor die Zone kommt, das so schnell wie möglich alles einsammeln, vor allem die Vorratskisten. Ich habe da einen Ausruf, ja, da haben wir die Felsen, die leuchten einfach so gelb. Immer ein bisschen. Ja, Schatzkarte 1 haben wir. Also, Orientierungslauf. Mal sehen. Schaut man zur Sonne? Oder sucht man einen Fluss? Oder vielleicht einen Vogel? Normalerweise schon, aber das hier ist Piratenland. Dort ist dein Ausruf. Da ist nichts für die Mission. Und deren Arbeit als unsere auszugeben. Wir brauchen dringend die Vorratskisten, Freunde, da haben wir noch einige. Ich weiß jetzt nicht, ob wir rechtzeitig schaffen, dass wir 7 Schatzkarten finden, aber sogar mit einem zufrieden. Lieber ein, gar keins. Und dafür, dass wir die Mission auch positiv abschließen, bin ich schon dankbar. Die Schwierigkeit ist mittlerweile, finde ich, die Schwierigkeit ist, dass wir die Sondermissionen, weil ich mache jetzt die Sondermissionen, weil ich die abschließen. Problem finde ich dabei, dass sehr wenige die Sonne. Sehr schade, weil erstens mal habt ihr dann die Schwierigkeit, dass ihr da einen Teammitglieder zu spielen bekommt. Oh, sieh nur, wir haben einfach so wenige erschienen. Teilnehmen. Du meinst eher, wir haben eine Karte gefunden. Treffen wir uns in der Mitte. Das nächste Problem ist einfach, dass wir die Karte die Mission werden knapp haben. Und das ist schade, weil ihr bekommt auch sehr viel Erfahrung, sehr viele coole Belohnungen. Macht einfach die Sondermission, meine Freunde. Haben wir. Komm, wir hören uns. Und ich runter natürlich, komm, auf da. Platz schaffen. Ich war nicht noch eine Vorratskiste. Ich glaube, unser Teammate hat da einen gefunden wieder. Ja, dann kann ich da raus. Ich glaube, sie macht auch die gleiche Quest. Jetzt haben wir 2 Schatzkarten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da die Bonusziel. Bäume fällen, ich glaube, wir müssen das alles erfüllen, also 25 Bäume fällen und Objekte durchsuchen, damit wir die Mission positiv erfüllen. Und beeile ich mich da ein bisschen. Ich will nicht, dass die Mission jetzt scheitert, weil sonst war alles hier für die Fisch. Da haben wir noch einen Baum. 30 Objekte dann durchsuchen. Ja, dass wir das mit die Bäume mal haben.
bin mir nicht sicher, ihr könnt gerne unter die Kommentare schreiben, weil die Mission ich sehr selten gemacht habe, ob ich da wirklich alle Aufgaben erfüllen muss oder nur die Vorratskisten sammeln muss. Das weiß ich jetzt echt nicht, meine Freunde. Deswegen mache ich es lieber. Es wird auch knapp 5 Minuten. Das wird jetzt richtig knapp, meine Freunde. Okay, Bäume haben wir, jetzt müssen wir Objekte durchsuchen. Das andere ist Bonus, das brauchen wir dann nicht. 30 Objekte, ich gehe mal da ins Haus oder irgendwo rein. Und durchhaben. Werden. Komm, bitte. Nervig, lass dich in Ruhe, komm. Komm, schneller. Ah, jetzt natürlich. Kommen die auch noch. Haben wir noch ein Objekt? Krass, normalerweise sind es 100.000 Sachen, was man durchsuchen kann. Ich schaue schon einmal noch in der Zone da rein, was man suchen kann. Heftig. Und heftig, meine Freunde. Und noch was zum Durchsuchen. Da hinten hätten wir ein Haus. Waren oder keine Ahnung, was das ist. Das meine Freunde. Normalerweise sind es 30.000 Sachen, was man durchsuchen kann. Jetzt, wenn man es braucht, keine einzige. Nicht down. Ach, schade, schade. 3 Minuten. Knapp werden, aber schaffbar sein. 5 noch. Und ich stehe da auf, weil da habe ich die Munikiste. Ich glaube, ich brauche noch, ja. Gönn noch was, gönn, komm. Geht, weil ich mach das hinten und ich such da. Eins noch, sollte schaffbar sein. Komm. Ja, schön. Schön, meine Freunde. Auch gerne ein paar Schatzkarten noch finden, aber das ist wieder so eine lästige Mission, wo man selber drauf geht und kaum was zustande bringt. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir wenigstens die Mission positiv abschließen. Sonst wäre alles wie sonst gewesen, alles was wir erreicht haben. Das ist, glaube ich, Bonus. Ich glaube, das reicht schon für die Mission. Werde ich sicher keine Felsen finden. Zerstören. Ja, schade, meine Freunde. Schade, ich hätte gern die Mission auf Anhieb komplett abgeschlossen. Aber lieber soll es gar nichts zu machen. Ja, schade. Schade, dass wir da alle Schatzkarten. Wisst ihr was? Ich gehe trotzdem nochmal in die außerhalb der Zone rein. Vielleicht habe ich das Glück und ich finde noch einen Felsen oder so. Ich glaube, unsere Kameradin hat die gleiche Mission. Weil dann unterstützen wir sie auch. Eine Minute, ja, es. Das wird knapp. Schade. Schade, wären wir zu dritt zumindest das einfach gewesen. Oder wäre zumindest die Sonne nicht kleiner wird. Viel zerstört, ne? Ja, da auch keine Felsen auf der Map, zeigt sie auch mehr an. Schade, schade, schade. Aber trotzdem, Mission sollte positiv abgeschlossen sein.
Und dann werde ich selber die restlichen 5 Karten, was uns da übrig bleiben, nachholen. Damit ihr im nächsten Video einfach die nächste Quest oder Sondermission, weil es bleiben uns nicht mehr so viele, mitschauen könnt. Ich bin froh, wenn ich wieder normalen Hauptquests auch zocken kann. Da einfach mehr Menschen das gleiche spielen und mehr beitreten. So, aber in dem Fall, meine Freunde, sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.